Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Andy Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Vault 88 geräumt und erkundet und Wege freigemacht und so. Und jetzt stehen wir hier mit der Aufseherin von Vault 88 vor ein paar Siedlern. Die wollen wahrscheinlich hier rein, ne? Aber nicht, wenn ich da mitzureden habe. Was geht? Warte einen Augenblick, dann können wir anfangen. Bitte, tritt vor. Ah, ja. Willkommen. Willkommen. Das hier ist also ein Vault, ja? Ganz richtig. Und du könntest einer unserer glücklichen neuen Bewohner sein. Ihr habt hier in dem Vault was zu essen, oder? Natürlich. Und die Chance auf ein neues Leben. Aber erst ein paar Fragen. Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Regierung? Regierung? Wovon zum Teufel redest du? Ist okay, wir gehören zu den Guten. Beantworte einfach die Fragen. Will ich etwa ausfliegen, Terrorist oder so? In Ordnung zu sein. Okay. Wie ich gehört habe, ist die Regierung schuld daran, dass alles radioaktiv ist. Für unseren Spezialauftrag kommst du nicht in Frage. Aber willkommen im Vault. Deinem neuen Zuhause. Wenn sie repräsentativ für die Leute an der Oberfläche ist, muss es draußen rauer zugehen als gedacht. Ja. Bist du bereit für das nächste Gespräch? Machen wir weiter. Okay. Hallo. Willkommen in Vault 88. Das hier ist ein echt nettes Plätzchen. Sehr nett. Und ich kann gehen, wo immer ich hin will, ja? Soweit angemessen. Ja, aber ich habe eine Frage an dich. Klar, sicher. Was willst du wissen? Eine hypothetische Situation. Sagen wir, der Reaktorkern schmilzt und du bist der Einzige, der das verhindern kann. Stimmt irgendwas mit eurem Reaktor nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Wir tun nur so, als ob. Also, du kannst die Kernschmelze verhindern. Aber du wärst extrem starker Strahlung ausgesetzt. Was tust du? Na ja, was immer du willst. Wenn es okay ist, würde ich mich jetzt gerne mal umsehen. Versuch nicht, uns abzuziehen. Wenn du dran denkst, uns abzuziehen, lass es. Hör zu, da oben ist die Hölle. Wenn ihr mir was zu essen, deinen Platz zum Schlafen gebt, benehme ich mich auch. Erwarte aber nicht, dass ich für euch in einen Reaktor springe. Wieso bist du hier? Bin nur hier unten, um etwas zu helfen, ja? Ich will tun, was nötig ist, um zu helfen. Was soll's? Wir könnten ihn in unserem Vault gebrauchen. Solange ihr aufrichtig seid, werde ich es versuchen. Ehrlich. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Du kannst bleiben, aber du bist nicht das, wonach wir suchen. Nur zu. Mach dich mit deinem neuen Zuhause vertraut. Was für eine eigenartige Person. Für unsere Experimente ist er ganz klar nicht geeignet. Oder jetzt das, ne? Sind aller guten Dinge drei. Habt ihr auch Namen oder muss ich euch jetzt alle Siedler nennen? Lass uns das nächste Gespräch führen. Wie du meinst. Hallo. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wow, eine echte Aufseherin. Ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Hallo, mein Name ist Clem. Mein Gott, deinen Namen. Ja, Clem also, ja? Bevor du es dir hier bequem machst, habe ich ein paar Fragen an dich. Oh, klar, sicher. Ich beantworte gerne deine Fragen. Nun, sehr schön. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wurdest zum Wachdienst eingeteilt. Du weißt schon, aufpassen, dass niemand hier eindringt. Plötzlich hörst du eine Frau im Vault schreien. Was direkt erschießen. Ich soll was bewachen? Klar, das kann ich. Ich kann direkt damit anfangen, wenn du willst. Aber ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Boah. Mann, du bist ja echt putzig. Ich, danke. Glaube ich. Und Leuten sarkastisch gemeint. Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Oh,
Sie ist gestorben. Aber sie war nett. Du hättest sie gemocht. Sie hat mal eine Maulwurfsratte getötet. Das klingt sehr charmant. Das ist erstaunlich. Beschreibe die Eigenschaften, die du am meisten an ihr bewundert hast. Naja, sie war stark, wegen der Maulwurfsratte. Und sie, hat wahrscheinlich war eine Maulwurfsratte. Oh Gott, tut mir leid. Der Ort hier ist so viel besser als die Absteige, in der ich gelebt habe. Tote Maulwurfsratten sind definitiv die Basis für mütterliche Zuneigung. Wirklich? Habe ich bisher alles richtig gemacht? Wir suchen einen Freiwilligen, Clem. Jemand, der ein paar neue Geräte ausprobiert. Wenn ich direkt sagen, dass wir ein Versuchskaninchen auch nicht checkt, der sowieso nicht. Ich darf bleiben? Ich meine, natürlich. Ich helfe euch. Ich helfe gerne. So bin ich, der alte Clem. Immer bereit zu helfen. Ja, ich glaube, du passt perfekt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen. Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet werden. Es soll den Trophäen schon gesehen. Im Empfangsbereich beim Eingang sein. Energie. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Vaultbewohner. Erstmal gibst du mir den Schrott her. Fickter Bürger. Genau. Ja, nimm das. Und ich glaube, den Pip-Boy kann man auch ausrüsten lassen, oder? Ich mach das schon. Versprochen. Ha. Okay. Hi. Unsere ersten Vault-Bewohner. Was für ein Moment. Aber gut, zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Vault-Tec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Siedlungen können immer Strom gebrauchen. Exakt. Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Aufseher? Ach, Claire. Mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich zumindest. Ich lade dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche... Kann ich sowas auch für zu Hause haben? Ja. Weiß nicht, sobald ich mit Strong anfange. Ich lernte dann endlich die Klappe zu halten. Wie soll ich das bauen? Oha. Ich baue Schrauben. Ich hier eine Schraube. Mir jetzt mal wieder so blöde Schraube hier finden, ey. Was zum? Da auch noch ein Ort, Mann. Wie gesagt, Vorräte ist in der Kiste. Wo soll ich das bauen? Was? Ne. Ne, das ist der Teil wieder, ne. Die irgendwo schrauben. Boah, jetzt muss ich auch noch blöde Dinger finden. Boah. Ich brauche Schrauben.
Erstmal brauche ich Schrauben. Schrauber da. Da ist der ganze Teil weg. Noch irgendwo eine Schreibmaschine. Damit, damit. Irgendwo eine Schreibmaschine. Ah, hier Ventilator, oder? Ja. Wo kommt das hin? Warte, das kleine Ding? Das soll ja... Manche Leute beschweren sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Was soll ich machen? Ein Terminal. Terminal mit dem Powerrad und lege die Parameter des Terminal bauen, ey. Wo ist das? Hallo. Wo haben wir denn hier Terminal? Hier. So. Was ist jetzt da? Kann ich nicht. Was? Ausdauererhöhung? Geht er bei mir auch? Oh, setz dich da rein. Zufrieden, bevor wir eine richtige Mahlzeit kriegen. Hey. Nee, die Parameter ist experimentsfest. Ja, wie denn? Ah, da muss auch noch verbunden. Ja. Freizeitvolker, wenn man kann man nicht überstehen, wird sauber Energie, da mache ich mir den. Ich will nur ein bisschen handeln. Was? Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Jetzt geht er allein rein. Oh. Oh, Strampel. Klemm an seine Grenzen. Der Strom muss fließen. Das ist alles? Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Spaß. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Au! Was? Du! Das Rad ist... Au! Kaputt! Ich... einfach weiter. Treib Clem an seine Grenzen. Der Strom muss fließen. Mein Gott. Los, mach. Manche Leute beschweren sich. Mach. Nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Dann schlitze ich dich auf. Sport ist Mist. Stand Smart, was? Okay, ich gehe mal eine Stunde schlafen und ihr macht mal weiter. Stop. Was zum? Oh Mann, tut mir leid. Ich habe deinen Board kaputt gemacht. Ich war so aufgeregt und wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Board...
hinüber! Bitte! Schmeiß mich nicht raus! Das Powerrad hat offenbar einen EMP erzeugt. Faszinierend. Reparieren. Na, setz dich direkt schon wieder rein. Bringt das Herz zum Pochen. Also so richtig. Richtig zum Pochen. Hey. Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Großartige Arbeit. Das Powerrad bringt unser Testsubjekt auf intelligente Weise dazu, alles zu geben. Mein Herz klopft noch wie verrückt, Aufseher. Kopf hochklemmen. Bei dem Tempo hättest du noch 10 bis 15 Minuten ohne Langzeitfolgen weiterstrampeln können. Wenn du das sagst. Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Oh. Vault-Tec hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelagert. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Ja, ich. Ich bin gleich wieder da. Ausgezeichnet. Hol einfach das Paket für Aufseherin Barstow. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen. Sklaventreibung ist das hier, ey. Das Ding ist auch kaputt, ne? Funktion von Oxygen Inc. Kann ich mich von hier aus raus teleportieren? Geht sogar. Ha! Da war ich schon drinne. Ist eigentlich alles noch tot sein, außer alles wieder neu gespawnt. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Weil die Sklavenarbeit hier drin, ey. Lass den Vollidioten hier einfach machen, oder was? Da wird man dich nicht klemmen. Na gut, was macht man nicht alles? Ich will so einen Idioten für mich zu Hause haben. Kann ich den zu mir schicken? Kann er bei mir hier Energie zeugen. Wo ich habe so ein Ding, das irgendwie 100 Dinger versorgt. Ja. Ja, das würde ich da noch ein bisschen feststecken in dem Vault. Ich habe mich eigentlich nicht beschwert, das ist auch ein DLC. Anstatt dass das nur so eine Bauerweiterung ist, bekommen wir ja eine Quest und so. Aber trotzdem. Ich sage es immer wieder, die Fallout 3 DLCs waren um Längen besser. Okay. Mein Gott. Der ist niemand sauber. Alter. So nah dran, ne? Bitte das Gebäude evakuieren. Was? Weil wo diese ganzen Tests hier waren, ne? Wann komme ich denn da hin? Gesprochen. Wir müssen hier noch was an. Na, wo ist der Blödteil? Hallo? Ich sag mal, wir müssen nach unten. Alter, das ist genau hier. Komm ich da hin? Gebäude evakuieren. Schnauze. Hey. Zum Teufel muss ich hin.
Ich bin schon wieder hier. Komme ich da hinten? Ich habe jetzt keinen Nerv für so was. Fertig werden hiermit. Ja, aber gibt gar keinen anderen Weg. Boah. Meine Güte. Hat er einfach reinzugehen, da zu suchen. Jetzt hier noch mal den ganzen Weg reinlatschen. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ach, das geht schon. Wo bin ich schon wieder? Hey. Hier müsste richtig sein, oder? Also, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier so viel Zeit zu verschwenden. Und Gefühl, ich bin schon wieder falsch. Ne, ich das sieht richtig aus. So, raus hier. Ein chemisches Leck wurde. Das Plan da hat, finde ich. Weil ich werde mich hiermit nicht mehr beschäftigen, wenn ich hiermit fertig bin. Ich sorge für, weil es viel zu groß. Da kann ich, weiß nicht, was ich machen soll mit so einer Größe. Ich dachte, man kann es dann überall irgendwie im Vault bauen oder so. Halt mal noch die Säulen, oder? Vault 88. Ja, da war Theater mit diesen Säulen, glaube ich. Ich esse mal eine Traube. Nom, nom. Kernlose Trauben. Ich glaube, ich hatte das Projekt noch länger als 305, ja doch 350 auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass das noch 400 Parts werden. Ups. Ja. Ich mach das schon. Ich habe diese chemischen Formeln für dich. Wunderbar. Jetzt können wir eine weitere gesellschaftliche Unart ausmerzen. Die Trinkpause. What? An der Kaffeekanne, am Wasserspender oder am Getränkeautomaten. Dieses Problem ist eine Bedrohung. Du hast Probleme. Vault-Tec-Wissenschaftler haben zahllose aber Menschen haben ein rationales Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Wenn sie also schon ihre Zeit vertun, dann wenigstens für das Gemeinwohl. Dank der Chemie. Was? Sind Chemikalien nicht schädlich? Ach, Clem. Du machst dir einfach zu viele Sorgen. Alles, was du isst und trinkst, besteht aus Chemikalien. Wusstest du das nicht? Oh ja. Das ist sehr interessant, Frau Aufseherin. Das sind einfach spezielle Chemikalien. Das wird bestimmt lustig. Ah, das ist der richtige Vault-Tec-Geist. Also, du bist gestört. Getränkeautomaten und servier unseren Bewohnern dann Erfrischungen. Ach, und Clem, wenn du bei der Arbeit Durst bekommst, genehmige dir ruhig auch ein erfrischendes Getränk. Oh, wow. Danke. Der Getränkeautomat besitzt der Typ sieht genauso aus wie ich ein bisschen. Potenzial. Langsam glaube ich, dass das, was wir hier machen, nicht so ethisch korrekt ist. Da braucht auch bestimmt wieder Strom. Wieso braucht das Strom? Das ist ein verdammter. Drängt.
Oh. Verbunden, oder? Ja. Trinkt. Trinkt. So. Also, es gab ein paar Beschwerden über die Bettensituation. Ich habe geöffnet. Der Getränkeautomat ist bereit. Willst du der erste Kunde sein? Kommt drauf an. Was kostet das? Oh, ist kostenlos. Wirklich? Tja, na dann. Okay. Das Ding ist auch explodiert, ne? Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen. Bist du zur Kontrolle hier? Ich habe hier einen Kunden. Hab dich beim Abendessen gar nicht gesehen. Ich habe eine Erbse gegessen. Eine Erbse. Jetzt bin ich voll. Tja, wenn du noch was zu trinken haben willst. Klar, vielleicht hilft das ja. Mein Gott. Valerie. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben den Getränkeautomaten in etwas Großes verwandelt. Das macht mich stolz. Weiter zum nächsten Typen. Der Hippokratische Eid. Ein Gelöbnis, keinen Schaden zuzufügen. Naja, das fasst es grob zusammen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, alte Bücher auf Lateinisch zu interpretieren. Aber die Grundhaltung in der Medizin läuft dem entgegen, was wir hier zu erreichen versuchen. Ärzte sollten nicht das Wohl ihrer Patienten über alles stellen, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Das verstehst du sicher. Es reicht mit der Philosophiestunde. Fangen wir an. Na klar. Also ab in den Vault-Tec, Verrotter. Ein spezielles Gerät für Optiker, das Sehvermögen des Patienten verbessern kann. Aber es könnte noch so viel mehr. Für den Prototyp ist etwas, naja, viel... Okay, eine riesige Menge an radioaktiven... Aber habe ich alles bestimmt, ne? Aber es wird sich auszahlen. Ich freue mich, Teil dieses Plans zu sein. Du und ich zusammen. Die Welt wird erzittern angesichts dessen, was wir erreichen. Hoffentlich nur bildlich gesprochen. Mach dir wegen des nuklearen Materials übrigens keine Gedanken. Wir haben diesen Ort für Vault 88 gewählt, weil unsere fangen an zu graben. Ist keine Nuka-Cola, aber dafür umsonst. Habe ich schon, also kann ich halt bauen, ne? So, Zeit für das nächste Experiment. Ja? Mein Gott. So. Schwierige Botschaften.
Scheint, als hätten wir unseren ersten Patienten. Ja, bevor du anfängst, Clem, was ist mit Kindern? Die sind okay, denke ich. Willst du irgendwann mal welche haben? Ach, ich weiß nicht. Wieso fragst du? Einfach so. Mach weiter. Hi! Bist du wegen einer Augenuntersuchung mit dem Horo... mit dem Ding hier? Glaub schon. Nur zu! Rein mit dir! Wie wirkt sich das dann auf den aus? Setz dich hin, geh aus dem Weg. Lass die Frau da sitzen. Mein Gott, geht doch mal aus dem Weg hier. Lass die Dame da sitzen. Ist genau davor. So. Ich kann nichts bauen, ich bin nur in der Cutscene, nehme ich an. So, setz dich da rein. Setz dich rein, setz dich rein. Also, was soll ich machen? Halt einfach still. Es blinkt andauernd. Ich glaube, das ist normal. Was? Au! Was zum Teufel? Au! Das Ding funktioniert nicht. Was hast du gemacht? Ich habe immer wieder Gehorche dem Aufseher gesehen. Tja, ist nur eine Eigenart des Prototyps. Mach dir deswegen keine Sorgen. Unsinn. Das war noch nicht alles. Ich mach das schon. Versprochen. Hi. Was für ein Spielchen treibt ihr hier? Hast du keine Ahnung, mich hierher eingeladen, um an uns herum zu experimentieren? Bist du total krank? Hier läuft nichts Komisches. Das bildest du dir nur ein. Das kaufe ich dir nicht ab, Kumpel. Im Commonwealth sagen es dir die Leute wenigstens vorher, wenn sie dich umbringen oder ausnehmen wollen. Komm schon, Clem, verschwinden wir. Die Typen sind Arschlöcher. Aber ich habe jetzt deinen Job. Ich bin ein Opti... Ich bin der Augentyp. Ich kann nicht weg. Lauf, solange du noch kannst, Clem. Hey, wollte mich mal kurz vorstellen. Nein. Was? Eine unserer Bewohnerinnen ist gegangen. Naja, sie wird nicht schwer zu ersetzen. Ja, wir haben schon einen Ersatz, der trinkt schon ist, dass unsere Arbeit gut vorangeht. Was steht als nächstes an? Dieses neueste Experiment ist mein ganzer Stolz. Ich bin in die Fußstapfen von Dr. Braun ja, das ist kein gutes Zeichen. Und den anderen getreten und habe meinen eigenen Prototyp entwickelt. Er beruht auf der Prämisse, wir alle haben Fehler und unsere ganz eigenen Laster. Was, wenn unser Vault nicht versuchen würde, diese Vorlieben auszumerzen, sondern sie zu nutzen? Wenn wir das schaffen, wäre das ziemlich clever. Danke. Ich will eines der verbreitetsten Laster nutzen. Gier. Dieser Plan ist für einen Spielautomaten. Ich habe ihn so gestaltet, dass er so verlockend wie möglich ist. Wähle die Parameter für das Experiment. Dann schauen wir. Ich mache das alles in einem Party erstmal. Essen die Leute in diesen Balls gar nicht? Okay, noch ein. Noch eine Höllenmaschine, Schraube, Plastik. Ah, gib mir Schrauben, gib mir Plastik. Soll ich Schrauben und Plastik herkriegen, hallo? Schrauben und Plastik brauche ich.
Ja, war ein geiler Zug. Ja, würde ich aber sagen, ich würde dann doch hier den Part beenden, weil ich finde jetzt hier gerade nichts. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier ein paar Schrauben und Plastik gefunden habe. Und dann machen wir unsere Gehirnwäsche ja ein bisschen weiter. Gut, ich bedanke mich dann alle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.